Ups. Willi, wann Antrag bei dir? Hast du mir gestellt? Achso, schwierig. 2, 3 Jahre, glaube ich. Oh. Na gut, dann lasse ich den Anzug noch drin. Sagst du, bist mein Trauzeuge? Wenn mein Bruder das will und wenn du willst, singe ich auch auf deiner Hochzeit. Echt? Ja. Was würdest du singen? Don't stop believe it. Oder für dich was von Travis? Yeah, yeah. Wie, hast du Bock? Oder hast du einen Wunsch? Don't Stop Believe It würdest du singen? Ja. Hast du auch irgendwas Emotionaleres? Deutsch, Englisch? Englisch schon. Okay, dann definitiv Chris Brown Forever. Chris Brown Forever? Ja. Hast du den drauf? Ja. Digga, gib mir mal eine Kostprobe. Ohne die Stimme, wenn da alles vorzuwärmen, einfach ein Stehgreif ist undankbar. Ja, jetzt zeig mal, sag mir, du wirst jetzt vorgerufen auf der Hochzeit von mir. Ich sag, ich mach so eine Rede, ich sag, hey, und so mit einer leicht, bin leicht angetrunken. Mm. Ich bin so am Taumeln und sag mal, und der, mein Freund Willi ist auch hier, Leute. Und okay, ich probier's. Dass er hier ist und ich gebe ihm jetzt mal das Mikrofon und lerne ich was zu sagen. Okay, aber das ist eine wichtige Frage. Bühnenperformance beziehungsweise die Sachen, die ich brauche, was ja, Show abgeht, das übernimmst du auch. Das ist ja dann exklusive der Hochzeit. Also ja, Feuerwerk. Ja, okay. Übernehme ich ja. Okay. Ja, okay, gebe ich dir. Yeah! Eli, Melis, für euch. Moving at the speed right into reality. It's tonight. Text verkackt, aber verstehst du die Intention von dem Song? Ja, ja. Okay. Kann sein, dass ich nach dem Ding nicht mehr heirate. Also, Jungs, ist Reax schon am Start oder was? Der ist gleich da. Ey, seid ihr so. Wenn du wieder so spielst wie beim letzten Mal, dann brauchst du nicht wundern. Bis jetzt habe ich einmal im Stream keinen Warzone-Win geholt. Und weißt du, wann das war, Dennis?